gucken, wie viel da noch reingeht in den Anhänger. Läuft. Also heute nervt es mich ein bisschen mit den ganzen Synchronisierereien, ey. Aber wir haben auch ausgesehen, oder wir mussten zu einer anderen Uhrzeit aufnehmen. Wir waren noch nicht alle da. Deshalb gibt es da wahrscheinlich so ein paar, die dann nochmal nachsynchronisieren müssen. Oder nachjoinen. So. Ah, perfekt gefallen. Ich wollte nämlich unbedingt, dass der so liegt, dass ich den gleich aufladen kann. Der Johnny ist schwer genug, zumindest für die Kiefern. Ja, da hängen wir hinten eine rote Fahne dran, dann passt das schon. Die Maschinen aus hier. Ist mir alles ein bisschen zu laut. Ah. So. Dann können wir heute vielleicht oder Ende der Woche noch das Sägewerk ein bisschen füttern. Das wäre optimal. So viele Bäume hier. Hört mein Land schon auf, der ist aber ein bisschen nah dran. Aber ich glaube, ich werde den Schneider nachher erstmal die Bäume entasten lassen. Lade ich die Bäume auf. Also er soll Bäume fällen und ich lade sie auf. Wenn wir das nämlich ein bisschen aufteilen, ich dann nicht immer raus und reinspringen muss im Traktor, dann haben wir es immer ein bisschen produktiver. Was ist denn jetzt los?
Weil wenn wir hier Kahlschlag gemacht haben, also wenn wir hier Platz haben, dann können wir auch die Fahrschule dann eröffnen. Da muss aber erst der Bauhof nochmal ein bisschen Bodenbearbeitung machen. Also der muss hier verdichten. Und ein paar... Flächen erstmal freiräumen, dass wir hier auch Strecken haben, sozusagen. Bin ich mit dem Joystick hier im Johnny noch nicht so ganz zufrieden. So, das ist nämlich tatsächlich der Vorteil hier vor den Stämmen. Wenn ich da hinten eine rote Fahne dranhänge, dann ist das alles kein Problem. Dann passen die nämlich genau hier drauf. Großen Bäumen muss ich halt tatsächlich warten, bis der Schneider mit dem Gewicht da ist. So. Aber dann kann ich hier noch ein paar Bäumchen fällen. Die fälle ich jetzt nicht. Den hier kann ich noch fällen. Denn hier jetzt schon wieder los? Manchmal ist die Kettensäge stumpf.
ich wollte mit dem Neumann mal noch telefonieren. Ah ja, der ist doof hier. Der wird sich verkeilen. Ich hoffe mal, dass ich den hier abgesägt bekomme. Ja, warte mal. Hä? Hat mein Telefon geklingelt? Ah, ja. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo. Du kamen inzwischen noch Anfragen für Produktion? Bei mir nicht. Ich bin ja erst gerade eben da, weil ich von der Fortbildung kam. Ach so. Okay. Aber kannst du mal fragen, ob jemand Interesse hat an Palettenproduktion? Ja, könnte ich machen. Also einfach mal umhören, ob da noch einer Interesse hat. Ansonsten habe ich das Interesse. Okay? Jo. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Na, hoffentlich will das keiner haben. Hätte ich eigentlich... Nee, hatte ich keinen. Ich hatte keinen Kredit aufgenommen. Kein Darlehen, glaube ich. Nämlich optimal, Alter. Dann gucke ich, dass ich mir da unten das komplette Holzzeug unter den Nagel reiß. Glück gehabt. Manchmal ist mehr ein bisschen, weniger ein bisschen mehr. Nicht der Schneider, ey. Der ist ganz schön lange unterwegs. Nicht, dass der mich jetzt hier versetzt. Für Instagram noch ein Foto haben. Muss ja immer alles hier mit Medien, Social Media und so sein. Ich weiß gar nicht, kriege ich den hier noch abgesägt? Ne, der gehört nicht mehr mir. Der hier? Ja, der schon. Aber damit müssen wir erst die hier entasten. Ich kann mir überlegen, wie ich die am besten darüber transportiere. Ich stelle mal den anderen Anhänger weg.
Kabel dran machen. Ein paar reichen. Muss ja nicht alles festgezurrt sein. Gut. Oh. Nicht auf dem Baum aussitzen. Nein, 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 nein. Nämlich auch gleich gucken, wie weit der Anhänger, wie voll der Anhänger ist. Prozent circa, das ist gut.